Hallo, wie ihr wisst, ich bin Alex vom YouTube-Kanal Warum Linux besser ist. Ich habe von euch schon sehr viele E-Mails und Zuschriften erhalten, ob ich denn nicht mal ein Video machen könnte und zeigen könnte, wie man auf einem Computer, auf dem bereits Windows installiert ist, daneben Ubuntu installieren kann, so dass man dann bei jedem Systemstart auswählen kann, welches der beiden installierten Betriebssysteme man denn gerne starten möchte. Dazu verwende ich aktuell ein Tuxedo Notebook BU1504, das ich dir in einem anderen Video von mir schon mal vorgestellt habe. Da kannst du draufklicken, dann kommst du direkt hin. Und in einem weiteren Video habe ich dir gezeigt, wie man auf genau diesem Notebook hier Windows 8.1 installiert. Und auf genau diesem Notebook neben dieser Windows 8.1 Installation zeige ich dir nun, wie man Ubuntu installieren kann, so dass man bei jedem Einschalten des Notebooks oder bei jedem Start des Notebooks auswählen kann, welches der beiden installierten Betriebssysteme man dann gerne starten möchte. Ich bereite das kurz vor und bin gleich wieder zurück. Dann bin ich hier mal auf dem Windows Desktop, denn ich gehe mal davon aus, derjenige, der dieses Video anschaut, der hat bereits Windows auf seinem Computer und möchte nun Ubuntu installieren. Zuerst musst du das downloaden, da gehst du auf die Seite www.ubuntu.com, dort klickst du auf Download, nicht klicken, nur mit der Maus drüber fahren, dann kommt das Pulldown-Menü, dann gehst du auf Desktop. Hier kannst du auswählen, ob du die aktuelle Ubuntu LTS-Version installieren möchtest. LTS heißt Long Term Support und heißt Langzeitunterstützung. Oder ob du die aktuellste Ubuntu-Version installieren möchtest. Ich nehme mal die Ubuntu-Version 15.04, das ist die aktuellste Version. Die ist zwar nicht ganz so stabil wie die LTS-Version, aber die läuft auch ordentlich. Dann 64-Bit oder 32-Bit, selbstverständlich 64-Bit und klick auf Download. Dann kann man hier freiwillig spenden. Überall ist das standardmäßig auf 2 Dollar eingestellt. Insgesamt sind das 16 Dollar. Und dafür gibt es auch ein T-Shirt, wenn man möchte. Ich sag mal nein, bring mich jetzt zum Download. Und dann geht's direkt zur Download-Seite. Dein Download sollte automatisch starten. Wenn nicht, musst du hier klicken. Aber hier in dem Fall öffnet sich das Fenster unten und dann klickst du mal auf Speichern. Und dann kommt bei mir hier verbleibende Zeit 31 Minuten 30 Sekunden. Ich habe eine 6 Mbit Leitung, von dem her nicht ganz so schnell, aber da muss man eben durch. Ich bin dann wieder zurück, wenn der Download fertig ist. Und wie du siehst, hat sich schon der ganze Bildschirm mit irgendwelchen Bullshit-Symbolen zugepflastert, die ich alle gar nicht haben wollte. Ich habe lediglich mein Logitech Webcam-Programm installiert, um das Webcam-Bild zu haben. Dann habe ich ein Desktop-Aufnahmeprogramm installiert, damit ich das Ganze aufnehmen kann. Und dann haben sich gleichzeitig irgendwelche Crapware-Bullshit-Programme mit installiert, die ich alle gar nicht haben wollte. Ja, jetzt kommen wieder die Windows-Anhänger und sagen, da muss man eben aufpassen. Ja, aber unter Ubuntu muss ich da nicht aufpassen. Da passiert sowas einfach gar nicht. Da kann ich wirklich blind klicken und das wird installiert, was ich möchte. Und nicht noch 10 andere Programme nebenher, sondern nur das, was ich möchte. Und jetzt muss ich eben noch kurz warten, bis der Download abgeschlossen ist. So, als nächstes benötigst du noch ein Programm, um dieses heruntergeladene Abbild auch als Abbild auf einen USB-Stick zu schreiben. Und zwar so, dass der Computer vom USB-Stick booten kann. Ich benutze dazu das Programm Win32 Disk Imager. Das gibt es zum Download auf http://sourceforge.net/projects/win32-disk-imager. Ich poste dir die URL unten unter das Video, dann kannst du da direkt draufklicken. Dann hier auf Download. Dann kommst du auf die Downloads-Seite, das dauert kurz, und dann sollte der Download gleich automatisch starten. Wenn er nicht automatisch startet, klickst du oben auf Direct Link und ich klicke mal hier auf Speichern. Dann wird das Programm auf der Festplatte gespeichert und dann kann ich es gleich starten. Das dauert nicht lang, 10 Sekunden verbleiben, 2, 1 und fertig, und dann klicke ich hier auf Ausführen. Dann wird das Programm gestartet. Hier muss ich auf Ja klicken, das siehst du nicht im Video. Dann wird das Ding installiert. Next. Ich stimme zu der Lizenzvereinbarung. Next.
Installationspfad, next und ja, und Create Desktop Icon, ja, next, install, dann wird das Ding installiert. Ja, Windows, weiter, weiter, weiter. Readme TXT anzeigen, nein, starte Win32 Disk Manager, ja, finish. Und dann kommt Windows typisch eine Fehlermeldung. Bin ich in der Lage, die Datei auszuführen? Fehlermeldung, bla bla bla, okay. Ja, komisch, Windows eben, funktioniert nicht. Wenn es nicht tut, weiß keiner warum. Dann habe ich hier auf dem Desktop das Symbol, das Icon. Doppelklick, dann im Fenster auf Ja, das siehst du wieder nicht im Video. Dann wird das Programm hier gestartet, dann musst du hier auf das blaue Symbol klicken, dann auf Downloads und hier auf das Sternpunkt Stern, damit alle Dateien angezeigt werden. Die Ubuntu ISO-Datei auswählen, auf Öffnen und dann auf Write. Und eine Warnung sicher zu schreiben. Das heißt, mein USB-Stick ist hier das Laufwerk E und ich sage ja sicher, ich möchte das schreiben. Klicke auf Yes, dann wird das Ganze auf den USB-Stick geschrieben. Die Wartezeit schneide ich raus und bin dann gleich wieder zurück. So, das Schreiben ist nun fertig. Dann klicke ich mal hier auf OK und das Fenster kann man zumachen. Dann den Rechner runterfahren und mit dem eingesteckten USB-Stick neu starten. Und ich bin dann gleich wieder zurück. Dann beim Starten erhält zu rechts unten die Meldung F7 Boot Options. Da drücke ich die Taste F7. Und dann bekomme ich zur Auswahl die verschiedenen Laufwerke. Das erste ist das CD-DVD-Laufwerk. Das zweite ist die Samsung SSD-Festplatte. Das dritte ist ein Netzwerkboot zum Booten über das Netzwerkkabel. Und das vierte ist der USB-Stick, den ich gerade erstellt habe. Den wähle ich mit den Pfeiltasten aus und drücke die Eingabetaste. Dann startet Ubuntu vom USB-Stick. Dann hier auf dem Desktop fährst du mit der Maus hier rechts über den Balken, dann drückst du die obere Taste, dann rutscht es ein bisschen runter und dann wählst du hier Deutsch aus oder je nachdem, welche Sprache du bevorzugst. Ich nehme aber lieber mal Deutsch, das ist mir am liebsten. Und dann klicke ich auf Ubuntu ausprobieren. Ich zeige dir dann später, warum ich das so mache. Dann startet der Rechner vom USB-Stick das Ubuntu ganz normal. Hier auf dem Bildschirm erhältst du die Meldung der Tastatur-Shortcuts. Das mache ich mal weg. Da das Display eine relativ hohe Auflösung hat, ist die Schrift ziemlich klein auf dem Desktop. Damit du das im Video besser siehst, stelle ich das erstmal größer. Dazu klicke ich oben rechts auf das Zahnrad, System Settings und dann auf Displays. Und dann habe ich hier die Zahl 1, das fahre ich mal hoch auf 1,38. Dann ist der Text wesentlich größer und du kannst besser lesen im Video. Dann auf Apply, Keep this Configuration, okay, und dann kann ich das Fenster auf dem X wieder zumachen. Obwohl ich vorher beim Start der Installation Deutsch ausgewählt habe, du siehst es hier, steht Ubuntu installieren und Beispiele, das ist Deutsch, ist die Tastatur trotzdem auf Englisch, das ist hier, EN. Um das umzustellen, klicke ich auf das EN-Zeichen mit der linken Maustaste, dann wähle ich den untersten Eintrag, Text Entry Settings, und dann siehst du hier Englisch US Tastatur. Hier klicke ich auf das Pluszeichen, um eine neue Tastatur hinzuzufügen, dann auf das Textfeld unten, dort gebe ich ein German. Dann habe ich hier verschiedene deutsche Tastaturen. Deutsch Austria, Deutsch Austria Macintosh, was auch immer. Da gibt es auch eine Schweizer Tastatur weiter unten. Switzerland, aber ich bevorzuge rein die deutsche Tastatur. Das funktioniert hier einwandfrei. Dann auf Add. Dann ist das als zweiter Eintrag drin. Um das hochzubekommen, klicke ich hier auf den Pfeil nach oben. Und dann kann ich das Fenster wieder schließen. Nachdem du den deutschen Tastatureintrag hinzugefügt hast, musst du das noch umstellen, indem du oben rechts auf das EN klickst mit der linken Taste. Dann wählst du den ersten Eintrag German aus und nun ist deine Tastatur auf Deutsch. Alle Sonderzeichen funktionieren, das Add-Zeichen ist am richtigen Platz, das Slash passt, das Minuszeichen, alles passt. Nun kannst du richtig tippen. Dann ist es sehr gut, wenn du vor der Installation noch eine Netzwerkverbindung herstellst. Entweder hast du ein kabelgebundenes Netzwerk, dann hast du oben dieses Symbol. Da klickst du drauf und auf Verbinden. Oder du hast ein WLAN-Netzwerk, so wie ich, dann hast du dieses Symbol hier. Da klickst du drauf und wählst dein Netzwerk aus.
Dann musst du hier noch den WLAN-Netzwerkschlüssel eingeben und dann auf Connect. Dann wird die WLAN-Netzwerkverbindung hergestellt und ist auch schon verbunden. So, nun kommt der meiner Meinung nach wichtigste Schritt, denn momentan ist 100% deiner Festplatte für Windows zugewiesen. Diesen Bereich musst du nun verkleinern und den frei gewordenen Bereich Ubuntu zuweisen. Das geht am einfachsten, indem du oben links auf die Dash klickst und dort Gparted eingibst, oder Gparted auf Deutsch. Dann klickst du auf das Gparted Partition Editor Symbol. Dann erhältst du diesen Editor. Und hier eine Fehlermeldung, die betrifft aber leider meinen USB-Stick und das ist uninteressant. Deswegen kann ich hier auf Ignorieren klicken. Dann ziehe ich das Fenster ein bisschen breiter, damit du alles siehst. Dann siehst du hier zwei angelegte NTFS-Partitionen. Das sind beides Windows-Partitionen. Die erste ist systemreserviert, das ist die Windows-Boot-Partition. 350 MB, was für eine Verschwendung. Die muss man so lassen. Und dann der zweite Bereich, NTFS SDA 2, das ist die Windows-C-Partition, ein Laufwerk C unter Windows. Das kann man nun beruhigt verkleinern. Dazu klickst du mit der rechten Maustaste auf den Bereich und klickst auf Resize Move. Und hier kannst du das Ganze nun verkleinern. Du fährst mit der Maus darüber, bis du einen Doppelpfeiler hältst und dann kannst du mit Klicken das Ganze nach links ziehen. Und du siehst, der gelbe Bereich, das ist der Bereich, der momentan von Windows schon verwendet wird. Der weiße Bereich, der ist noch frei. Und hier stelle ich es mal, ja, sagen wir auf 100 MB, auf 100 GB, das sind 100.000 MB, so ungefähr, dann mache ich hier mal 100, 1, 2, 3, 100.000, dann sind es 100.000 Megabyte. Dann klicke ich auf Resize Move. Damit wird das Ganze bestätigt. Das ist aber aktuell nur vorgemerkt, das wurde noch nicht ausgeführt. Als nächstes solltest du den Bereich für Linux zuweisen. Das heißt, hier klicke ich mit der rechten Maustaste auf den unzugewiesenen Bereich und dann auf New, also Neu. Und dann hier nicht primäre Partition, sondern Extended, das heißt eine erweiterte Partition. Und hier verwende ich den kompletten Bereich für die erweiterte Partition. Und als Label nehme ich hier mal erweitert, damit ich das später weiß, das ist die erweiterte Partition. Den kompletten Rest der Festplatte. Dann auf Add. In diesem erweiterten Bereich der Partition habe ich hier wiederum einen unzugewiesenen Speicherplatz. Da ist der komplette Speicherplatz frei. Da klicke ich mit der rechten Maustaste wieder hier oben rechts rein, New. Und nun muss ich mein Root des Dateisystems erstellen. Das ist unter Windows so ähnlich das Laufwerk C. Die unterste Ebene des Dateisystems. Da wird im Prinzip alles drin installiert. Da schlägt Tuxedo Computers vor, 50 GB zu verwenden. Ich finde 50 GB aber etwas viel. Auf meinem Laptop, auf meinem Computer, auf dem ich tagtäglich arbeite, auf dem ich die ganzen Videos schneide und die ganzen Dinge bearbeite, sind aktuell 9,5 GB verwendet. Das heißt nicht mal 10 GB. Daher schlage ich mal vor, 30 GB, das reicht bei weitem aus. 30 GB hier, New Size, da kann ich dann wieder rechts fahren, mit dem Doppelpfeil das klicken und verschieben. Dann fahren wir hier mal auf 30 GB. Und um das ganz genau zu machen, sind 30 GB 30.720 MB. Dann als Label nehme ich den Schrägstrich, das ist das Root des Dateisystems. Das ist nur, damit du es besser merken kannst. Dann auf Add, dann wird das Ganze hinzugefügt. Nun brauchst du noch eine Swap-Partition. Swap ist so ähnlich wie unter Windows der Auslagerungsspeicher. Das heißt, da werden temporäre Dateien geschrieben und wenn du das Laptop in den Schlafmodus fährst, wird da der Speicherbereich darauf geschrieben und beim Neustarten wird er daraus gelesen. Das heißt, die Swap-Partition sollte etwas größer sein als dein RAM-Speicher, damit das Ganze mit dem Schlafengehen, mit dem Schlafmodus auch funktioniert. Hier auf diesem Laptop habe ich 8 GB RAM. Daher schlage ich mal vor, 8,5 GB für die Swap-Partition zu verwenden. Daher klicke ich wieder hier mit der rechten Maustaste, mache New und wähle hier wieder aus, logische Partition ist schon ausgewählt und dann File System, klicke ich drauf und dann wähle ich hier aus Linux Swap. Da klicke ich drauf,
Hier als Label nehme ich Swap, damit ich das später weiß. Und New Size, da nehme ich dann die 8704 MB. Das sind ganz genau 8,5 GB. Dann auf Add. Und dann siehst du, wurde dieser Bereich hier erstellt für Swap. Und nun ist noch frei 96,38 GB. Und diesen kompletten freien Bereich würde ich nun für das Home-Verzeichnis verwenden. Das heißt, da werden deine ganzen persönlichen Daten abgelegt, deine Videos, deine MP3-Dateien, was auch immer du hast. Dazu klickst du wieder oben rechts mit der Taste auf New. Dann ist schon der komplette Bereich hier ausgewählt. Und hier als Label nehme ich mal Home, damit man das später weiß. Das ist die Home-Partition und alles ausgewählt und dann auf Add. Dann, um das Ganze anzuwenden, klickst du oben in der Mitte auf den grünen Haken Apply to all operations, da klickst du drauf und dann kommt eine Warnmeldung. Achtung! Bist du sicher, dass du alle ausstehenden Operationen anwenden möchtest? Das Editieren der Partitionen kann einen Datenverlust zur Folge haben. Wir geben dir den Rat, dass du vor dem Editieren ein Backup deiner Daten machst. Und diesen Rat gebe ich dir auch. Mach ein Backup vorher. Bei mir war zwar noch nie ein Datenverlust, aber es kann immer mal passieren. Und wenn die Daten weg sind, dann komm hinterher nicht und weine, wie komme ich wieder in die Datenwelt? Die sind dann einfach weg, an die kommst du nicht mehr ran. Weg ist weg. Von dem her, mach vorher ein Backup und dann klickst du hier auf Apply, also Anwenden. Dann wird das Ganze verschoben und das dauert einen Moment, bis die ganzen Daten auf der Festplatte sortiert wurden. Du kannst hier auf Details, auf den Haken, dann siehst du genau, was so vor sich geht. Dann, kurze Zeit später, ist diese Operation abgeschlossen und du kannst hier unten auf Close klicken. Hier nochmal ignorieren, das betrifft meinen USB-Stick. Und dann siehst du hier die neu eingetragenen Partitionen. Und dann kannst du dieses Fenster schließen. Dann solltest du als erstes eine Netzwerkverbindung herstellen. Entweder wenn du eine Funknetzwerkverbindung hast, dann siehst du hier das Symbol wie bei mir. Oder wenn du eine kabelgebundene Netzwerkverbindung hast, siehst du da anstatt diesem Symbol einen Pfeil nach oben und einen Pfeil nach unten. Da klickst du dann drauf und auf Verbinden. Hier in meinem Fall mit dem WLAN klicke ich drauf und sehe dann verschiedene WLAN-Netzwerke. Ich wähle meines aus und muss dann den WLAN-Schlüssel eingeben. Und dann klickst du auf Connect. Dann wird das Ganze verbunden. Das dauert einen kurzen Augenblick und dann ist es auch verbunden. Als nächsten Schritt ist es ganz nützlich, wenn du eine deutsche Tastaturbelegung einstellst. Vorausgesetzt, du hast eine deutsche Tastatur, aber ich gehe mal davon aus, dann klickst du da oben auf das EN-Zeichen links drauf und dann wählst du den untersten Eintrag Text Entry Settings. Und dann hier links siehst du Englisch US. Das wollen wir nicht haben, das ist standardmäßig. Dann klickst du unten links auf das Plus-Zeichen und dann hier in den freien Bereich tippst du ein German. Dann erhältst du hier die Auswahl German. Nun gibt es verschiedene, German Austria, Germany, was weiß ich, verschiedene deutsche Tastaturen. Aber ich gehe mal davon aus, du möchtest nur die deutsche Tastatur, also German, haben. Dann klickst du da auf Add. Und das wird dann hinzugefügt. Aber als zweiter Eintrag. Um das dann nach oben zu bekommen, klickst du auf diesen Pfeil. Dann ist das Ding oben und dann kannst du das Fenster wieder schließen. Dann klickst du hier nochmal mit der linken Taste auf das EN und dann auf German. Und dann ist die Tastaturbelegung auf German eingestellt. Jetzt funktionieren auch alle Sonderzeichen und Tastatureingaben, wie du das auf der Tastaturbelegung siehst. So, und dann geht's los mit der Installation. Dazu machst du einen Doppelklick auf Ubuntu installieren und dann öffnet sich dieses Fenster. Hier kannst du deine Sprache auswählen. Hier ist es bei mir schon auf Deutsch, wenn nicht, musst du hier Deutsch auswählen. Dann klickst du rechts unten auf Weiter. Und dann wird angezeigt, Installation von Ubuntu wird vorbereitet. Für eine optimale Installation sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Rechner über mindestens 6,6 GB freien Festplattenspeicher verfügt. Damit ist die Root-Partition gemeint, nicht das Home-Verzeichnis, nur die Root-Partition. Oder wenn du das alles in einem hast, dann eben das komplette. Dass der Rechner an die Steckdose angeschlossen ist, ja ist er, und mit dem Internet verbunden ist, das habe ich auch. Die Verbindung habe ich ja vorhin schon bereits hergestellt.
Dann hier der Punkt Aktualisierungen während der Installation herunterladen. Das aktiviere ich, das finde ich besser. Dann der nächste Punkt, Ubuntu verwendet Software von Drittanbietern, um Flash-Videos, MP3-Dateien und andere Medien wiederzugeben, sowie für Nutzung einiger Funknetzwerkkomponenten. Manche dieser Programme sind nicht quelloffen. Solche Software unterliegt den in ihrer jeweiligen Dokumentation enthaltenen Lizenzbestimmungen. Software von Drittanbietern installieren. Ja, ich möchte das, denn damit wird der MP3-Codec installiert. Das ist kein freier Codec. Oder um Flash-Videos wiederzugeben und solche Dinge. Das möchte ich auch mit installieren. Wenn du das nicht möchtest, dann eben den Haken nicht hinmachen. Dann klickst du rechts unten auf Weiter. Und dann dauert es einen kurzen Augenblick, bis das alles vorbereitet wurde. Ja. Und dann kommt das nächste Fenster. Installationsart. Hier ist es nun wichtig. Einmal der erste Punkt, Ubuntu neben Windows 8 installieren. Zwar möchtest du das, wenn du Windows bereits drauf hast, aber diesen Punkt solltest du nicht auswählen, denn du hast ja bereits vorhin die Festplatte partitioniert. Dann gibt es unten einen anderen Punkt, etwas anderes. Diesen auswählen und dann auf Weiterklicken. Und hier siehst du nun deine Festplatte mit den einzelnen Partitionen. Hier SDR1 NTFS ist die Windows Boot Partition, die darfst du nicht bearbeiten. SDR2 ist die Windows Partition von Laufwerk C. Das lässt du auch mal so, das darfst du auf keinen Fall formatieren. Dann fahre ich mal ein bisschen nach unten und dann gibt es hier SDR5 EXT4. Das haben wir vorhin angelegt, das ist dein Root-Dateisystem von Ubuntu Linux. Da klickst du drauf, dass es markiert ist und dann auf Ändern. Dann wählst du hier aus Partition nicht benutzen, doch benutzen und zwar mit EXT4 Journaling Dateisystem. Dann hier deinen Haken machen, Partition formatieren. Wichtig, wenn du ein Update machst, niemals formatieren, sonst sind manche Daten weg, also lass das lieber mal. Aber das ist eine Neuinstallation, von daher formatieren. Dann den Einbindungspunkt ist der Slash. Das ist die Wurzel des Dateisystems, die unterste Ebene. Dann auf OK. Dann kommt eine Warnmeldung. Vorherige Änderungen auf das Speichergerät schreiben und fortfahren. Ja, selbstverständlich, das soll alles geschrieben werden. Und hier wird dann der Haken gesetzt, formatieren. Dann als nächstes, SDR6 ist die Swap-Partition. Die musst du nicht formatieren, die funktioniert immer auch ohne Formatierung. Die kannst du auch nicht einbinden. Dann kommt SDR7. Das ist das, was wir später für deine Daten und für dein Home-Verzeichnis verwenden wollen. Da klickst du wieder auf Ändern. Partition benutzen mit EXT4, den ersten Punkt. Partition formatieren. Hier ganz wichtig, wenn es ein Update ist oder eine Installation auf ein bestehendes System, niemals formatieren, denn sonst sind deine Daten weg. Aber das ist eine Neuinstallation, von dem her formatieren. Und hier auswählen Slash Home. Das heißt, in Slash Home sind alle Home-Verzeichnisse aller Benutzer abgelegt. Dann auf OK. Dann dauert es einen kurzen Augenblick und dann ist es auch schon fertig. Du siehst, diese beiden Partitionen werden formatiert. Einmal der Slash, das ist das Root des Dateisystems. Und Slash Home, das Home-Verzeichnis aller Benutzer. Und dann klickst du auf Jetzt installieren. Wenn Sie fortfahren, werden alle unten aufgeführten Änderungen auf die Festplatte geschrieben. Ja, die sollen alle geschrieben werden. SDR5 anlegen und SDR7 anlegen, genau, und formatieren. Und dann klicke ich auf Weiter. Und dann kannst du einstellen, wo du dich gerade befindest. Das ist wichtig für deine Zeitzone. Hier Berlin, das stimmt schon mal, und dann auf Weiter. Dann deine Tastaturbelegung, Deutsch und hier rechts nehme ich auch mal Deutsch und dann hier in diesem Feld kannst du die ausprobieren. Ä, Ö, Ü funktioniert, scharfes S funktioniert, Fragezeichen, scharfes S hier funktioniert, Minuszeichen funktioniert, das Slash funktioniert auch, Ad-Zeichen, Alt-GR und Q funktioniert auch, also scheint es soweit zu funktionieren. Dann klicke ich mal auf Weiter.
Dann ihr Name. Hier nehme ich mal Alex. Da kannst du natürlich deinen Namen nehmen, je nachdem wie du heißt. Fritz, Franz, Karl. Name ihres Rechners. In dem Fall nehme ich hier mal Tuxedo. Aber du kannst jeden beliebigen Rechnernamen nehmen, den du eben möchtest. Wählen Sie einen Benutzernamen. Alex ist bei mir richtig. Und dann ein Passwort. Und dann musst du ein Passwort eingeben. Ups. Am besten schön lang, gemischt mit Zahlen und Buchstaben, damit das eine sichere Sache ist. Dann kannst du hier auswählen, automatische Anmeldung. Das heißt, dann musst du zum Anmelden kein Passwort eingeben. Das bedeutet, jeder, der deinen Rechner anschaltet, ist dann sofort mit deinem Benutzernamen angemeldet. Wenn das dein Rechner zu Hause ist, den du niemals bewegst, dann ist das vollkommen okay. Ist das ein Laptop? Ja, finde ich nicht ganz so ideal. Da wäre es dann besser, Passwort zum Anmelden abfragen. Dann kannst du noch auswählen, ob deine persönlichen Daten verschlüsselt werden sollen. Wenn es ein Laptop ist, das du unterwegs dabei hast und auch mal vergessen kannst irgendwo, dann sind deine persönlichen Daten im /Home-Verzeichnis verschlüsselt gespeichert. Das heißt, ohne dass man dein Passwort kennt, kann keiner die Daten auslesen. Auch wenn man das System dann über einen USB-Stick oder über eine CD startet, kann man die Daten nicht auslesen, ohne dass man das Passwort kennt. Daher klicke ich hier mal auf Ja, meine persönlichen Daten verschlüsseln, weil das hier ist ein Laptop und man weiß nie, was passiert. Und dann auf Weiter. Ja, dann dauert es einen kurzen Augenblick, denn nebenher läuft noch die Installation. Dann kommt diese Meldung, Installation. Hier wird Ubuntu installiert. Hier kannst du unten auf den kleinen Haken klicken, dann siehst du da unten ein bisschen, was gerade so vor sich geht. Ja, man sieht nicht wirklich viel, aber du siehst einfach, es geschieht was. Und wenn es dir langweilig ist, kannst du hier auf den Pfeil klicken und dann kannst du das durchlesen, was da so alles Schönes steht. Und du siehst jetzt hier auch, holen der Datei 12 von 61. Das heißt, der Rechner ist online und die Dateien werden online aus dem Internet heruntergeladen. Das dauert natürlich je nachdem, wie schnell oder wie langsam deine Internetverbindung ist. Ich habe hier eine 6000er Leitung und das dauert schon ein bisschen. Ein paar Minuten wird es schon dauern, bis das alles runtergeladen ist. Sprachpakete werden heruntergeladen. Ja, das ist sehr wichtig, damit dein System später auf Deutsch ist. Dann sind alle Menüpunkte, alles ist komplett auf Deutsch. Du hast es gesehen, bei der Installation am Anfang, da waren einige Dinge auf Englisch. Das wird dann später nicht mehr der Fall sein, sondern alles ist 100% in Deutsch. Das hat mir auch an Ubuntu Linux so gut gefallen, als ich das erste Mal installiert hatte, war komplett das gesamte System auf Deutsch. Ich kannte das früher von SUSE Linux. SUSE Linux ist eine deutsche Linux-Distribution. Da war zwar auch viel auf Deutsch, aber eben nicht alles. Und nachdem ich dann Ubuntu verwendet hatte, dann war wirklich komplett alles auf Deutsch. Viel mehr als bei SUSE Linux, bei der eigentlich deutschen Distribution. Das hat mich dann wirklich überrascht, da war ich begeistert. Da die ganzen Updates heruntergeladen werden, dauert die Installation so natürlich einiges länger, als wenn du das nur vom USB-Stick installierst, ohne die Updates herunterzuladen. Aber dann musst du eben die Updates später noch manuell herunterladen, also kommt auf das Gleiche raus. Besser gleich machen, dann bist du soweit auf dem neuesten Stand. So, dann ist die Installation abgeschlossen und du kannst sagen, ausprobieren jetzt fortsetzen oder den Rechner neu starten. Ich klicke mal auf Rechner neu starten und bin dann gleich wieder zurück. Dann, nach dem erneuten Starten, kommt zuerst die BIOS-Meldung vom Laptop. Und dann kommt das Grub-Bootmenü, der Grub-Bootloader. Du siehst hier unten eine Zeit, die abläuft in Sekunden. Das sind insgesamt 10 Sekunden und wenn du keine Taste drückst, wird nach 10 Sekunden automatisch der erste Eintrag Ubuntu gestartet. Drückst du eine Pfeiltaste nach oben oder nach unten, wird diese Zeit angehalten und du kannst hier auswählen, welchen der Booteinträge du wählen möchtest, um das System zu starten. Der oberste Eintrag ist standardmäßig Ubuntu. Das wird automatisch gestartet nach 10 Sekunden, wenn du nichts auswählst. Der unterste Eintrag ist Windows 8. Wählst du diesen aus, kannst du die Eingabetaste drücken, dann startet Windows 8. Sonst dazwischen gibt es noch 3 weitere Einträge, erweiterte Optionen für Ubuntu und 2 Speichertests, um den Speicher in deinem Gerät zu testen.
Dann gehe ich nochmal nach oben und drücke die Eingabetaste, um Ubuntu zu starten. Dann siehst du hier den Ubuntu Startbildschirm und das Betriebssystem startet. Und nach wenigen Sekunden siehst du den Bildschirm zur Anmeldung. Hier standardmäßig dein Benutzername vorgegeben und dann musst du dein Passwort eingeben. Vorausgesetzt, du hast bei der Installation die Passworteingabe gewählt. Hast du automatische Anmeldung gewählt, musst du hier kein Passwort eingeben. Ich gebe mal mein Passwort ein und drücke die Eingabetaste. Und nach kurzer Zeit erhältst du dann den Ubuntu Standard Desktop. Hast du die Option Home-Verzeichnis verschlüsseln gewählt, erhältst du dieses Hinweisfenster. Wenn du da auf diese Aktion jetzt ausführen klickst, erhältst du ein Terminal mit einem Verschlüsselungscode. Das ist der Verschlüsselungsschlüssel für dein Home-Verzeichnis, dieses hier. Wenn du dein System jemals von einer externen Live-CD, DVD oder von einem USB-Stick startest und auf dein verschlüsseltes Home-Verzeichnis zugreifen möchtest, benötigst du genau diesen Code. Denn sonst ist das nicht mehr entschlüsselbar. Das heißt, die Daten sind dann für immer verloren. Deshalb ist es ratsam, wenn du diesen Code irgendwo sicher notierst. Am besten auf ein Blatt Papier und das sicher in der Schublade verstauen. So hast du das immer wieder sicher griffbereit zur Hand, wenn du das mal benötigst. Bis zu diesem Zeitpunkt der Ubuntu Grundinstallation hat das Ganze nun 19 Minuten gedauert. Du siehst, im Vergleich zu Windows, da hat das Ganze 45 Minuten gedauert, ist es wesentlich schneller. Und zusätzlich hast du hier bei Ubuntu schon einiges an Software mit installiert. Du hast den Firefox, du hast eine komplette Office Suite, LibreOffice mit deinem Textprogramm, mit deinem Tabellenkalkulationsprogramm, du hast E-Mail-Programm mit installiert, das ist alles schon mit dabei in der Grundinstallation. Bei Windows nach 45 Minuten hast du gar nichts, nur das blanke, reine System. Ja, vielleicht ein Notepad, auf dem du ein bisschen Text tippen kannst, aber das war's dann auch schon. Nun, nach dieser Installation ist die Standardschriftgröße leider wieder sehr klein. Du siehst es oben im Panel, es ist alles sehr klein. Daher solltest du das wieder größer stellen. Dazu klickst du, wie zuvor schon gezeigt, auf das Zahnrad. Systemeinstellungen, dann hier klickst du auf Anzeigegeräte und dann unten hast du den Wert 1 mit einem Schieberegler und den schiebe ich mal hoch auf 1,38. Dann ist die ganze Schrift größer und du siehst es auch auf jeden Fall wesentlich besser im Video. Und dann anwenden und diese Einstellungen beibehalten. Und dann kannst du das Fenster wieder schließen. Zusätzlich wäre es noch recht nützlich, wenn du die deutschen Sprachpakete vollständig installierst. Dazu klickst du oben rechts auf Systemeinstellungen, dann hier auf Sprachen, dann erhältst du dieses Fenster, nach verfügbaren Sprachen wird gesucht und dann kommt die Meldung, die Sprachunterstützung ist nicht vollständig installiert. Da klickst du mal auf Jetzt installieren. Dann werden diese Sprachpakete heruntergeladen und vorher noch dein Passwort eingeben, um das Ganze mit Root-Rechten freizuschalten, denn das ist ein systeminterner Eingriff. Und dann auf Legitimieren. Nun werden die ganzen Sprachpakete heruntergeladen. Wenn du hier auf Details klickst, auf den kleinen Feld davor, dann siehst du ganz genau, was alles heruntergeladen wird. Hansbell, das ist eine deutsche Rechtschreibprüfung. LibreOffice Sprachpakete werden heruntergeladen. Einige Dinge, die einfach mit deutscher Sprache im Zusammenhang stehen. Und dann die Änderungen werden angewendet. Und das ist nun auch schon fertig. Das geht ruckzuck. Hier hast du die Sprache Deutsch als ersten Eintrag. Das ist soweit richtig. Dann klickst du unten rechts auf Schließen. Ja, soweit so gut. Das war's nun erstmal mit der grundlegenden Parallelinstallation von Ubuntu. Neben Windows 8.1. Ich hoffe, das Video hat dir soweit gefallen und vor allem, es hat dir etwas gebracht und etwas genützt. Wenn ja, klick doch bitte unten auf Mag ich. Wenn nein, dann klick auf Mag ich nicht. Und schreibe es doch auch auf jeden Fall in die Kommentare, was du gut fandest und was du schlecht fandest. Ich freue mich wirklich riesig über jeden einzelnen Kommentar. Egal ob positiv, negativ, schreib es einfach rein. Solange es nicht beleidigend ist, ist es immer toll.
Und wenn du mich bei der Produktion dieser Videos unterstützen möchtest, würde es mich auch riesig freuen, wenn du das auf meinem Patreon-Kanal machst. Ich habe dir hier dazu einen Link eingeblendet und auch unter dem Video ist dazu ein Link. Da kommst du direkt auf meine Patreon-Seite und kannst mich bei der Produktion dieser Videos unterstützen. Es muss nicht viel sein, jeder einzelne Euro hilft da weiter. Okay, danke fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.